Ja, hi. In dem heutigen Video geht es um ein Thema, über das ich eigentlich nie ein Video machen wollte. Denn es geht nicht nur um die Verschärfung des Waffengesetzes, sondern auch um ein wenig Politik. Und ja, leider, was heißt leider? Es lässt sich ja über nichts so vorzüglich streiten wie über Kunst, Sport, Wetter und Politik. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon das x-te Video bezüglich des Waffengesetzes und der Einschränkungen der Messer und der Klingenlänge und was da nicht noch alles so dran hängt, ja, gesehen. Und ich möchte natürlich dieses Thema auch, ja, ein Thema für mich machen, denn ich glaube nicht, dass es wirklich zielführend ist, jetzt sich hinzustellen und irgendwelche bösen Videos mit so ein Mist und meckern und schimpfen und was sie alles tun, um mein Leben zu zerstören. Ich glaube, ich fange das Ganze mal ganz anders an. Und zwar, wir sollten uns nicht überlegen, wie doof es ist, dass wir in dieser aktuellen Situation sind, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir aus der Nummer rauskommen. Und ich glaube, da gibt es ganz pragmatische Ansätze. Und der Jackknife, auf seinem Kanal hat er ein Video veröffentlicht, natürlich auch zum Thema Waffengesetz. Und das war schon recht emotional. Ich teile auch nicht alle Ansichten von ihm, aber er hat da, glaube ich, einen ganz guten Punkt gemacht. Und zwar, es gibt da einen Büchsenmacherverein. Ist das ein Verein, ein Verband? Schaut gern das Video, ich verlinke euch das unten. In dem er halt gesagt hat, es wäre vielleicht sinnvoll, diesem Büchsenmacherverein beizutreten oder Verband beizutreten, denn das sind ja auch genauso wie viele andere Lobbyisten und die versuchen dann natürlich in der Politik Einfluss zu nehmen. Und es ist natürlich was anderes, wenn, ich sag mal ganz vorsichtig, ein Büchsenmacherverein, der vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie viele Mitglieder die haben, weiß ich nicht, 10.000, wenn da 10.000 hinterstehen, oder ob da ein Mensch mit einer Medikamentenfabrik hinter sich an die Politik geht und sagt, ich habe da eine Idee, wie schaut's denn? Ich will niemandem etwas Böses unterstellen. Ich glaube nur, dass wenn man eine gewisse Größe an Stimmen hinter sich vereint, ist natürlich die Stimme, die sie repräsentiert, einfach stärker bewertet. Und daher stimme ich dem Jackknife zu. Wahrscheinlich ist es eine sehr gute Idee, wenn man das denn möchte, jetzt in einem Verein oder in einem Verband Mitglied zu werden, der sich genau mit diesen Belangen beschäftigt. Ich glaube, da gibt es noch viele. Es wird nicht nur den Büchsenmacherverein geben. Oder Verband. Wer das aber nicht möchte, wer auf Verbandsmeierei keine Lust hat oder warum auch immer das nicht möchte, kann aber was anderes machen. Und das kann von uns jeder machen. Und zwar schnappt ihr euch euren PC, Laptop, euer Handy, was auch immer und schreibt einfach mal eine E-Mail. Ihr habt politische Vertreter gewählt. Diese Vertreter vertreten euch. Das heißt, ihr könnt ohne weiteres auch ans Bundesinnenministerium oder an darunter gelegene Institutionen könnt ihr E-Mails schreiben. Und dann macht ihr Folgendes, das wäre jetzt so mein Angang. Ihr schildert kurz, wer ihr seid, seid höflich, seid nett und schildert dann, was ihr nicht gut findet, auch da sachlich, höflich, nett. Und wenn das viele machen, beeinflusst sowas auch eine Meinung. Und so werden Gesetze, die jetzt einfach mal so eingeworfen wurden, das heißt ja nicht, dass die so durchkommen, wie sie halt geplant waren. Und umso mehr Einfluss ihr mit eurer Stimme, Leute, wir sind eine Demokratie, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eure Stimme, eure Meinung zu äußern. Solange ihr bestimmte Regularien beachtet, nicht beleidigend und vieles weitere mehr, dann könnt ihr das
Macht das! Ihr könnt doch ohne weiteres eine kurze E-Mail schreiben und schreibt die zum Beispiel ans Bundesinnenministerium. Die gleiche E-Mail. Also nehmt keine vorgefertigte aus dem Internet. Sie sollte schon euch repräsentieren. Es sollte schon eure E-Mail sein. Nehmt diese E-Mail und schreibt die dann einfach noch auf Landesebene. Verschickt die einfach auch auf Kommunalebene. Weiß der Geier. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten, um diesen Prozess noch in eurem Sinne zu bewegen. Macht das. Es bringt niemandem, sich hinzustellen und zu sagen, das ist aber doof. Ja klar ist das doof. Das wissen wir, glaube ich, alle, die Messer sammeln. Und auch ich finde das doof. Na klar. Aber am Ende, dadurch, dass ich das doof finde und nichts tue, dann bringt das nichts. Also wir müssen da schon einfach auch unsere demokratischen Mittel, wir haben die Möglichkeit, mit unseren Vertretern zu sprechen, zu schreiben. Das könnt ihr alles tun. Ihr könnt von mir aus, ruft an. Ihr habt diese Möglichkeiten. Nutzt sie, seid freundlich, seid nett, seid gewinnend. Ihr müsst euer Gegenüber davon überzeugen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass alle nur noch mit einem 6 cm langen Messer rumlaufen dürfen. Und das hier, nur mal so, das ist das Doppelte an Länge. Und ich habe zu Hause mal geschaut, wie viele Taschenmesser ich denn noch behalten führen dürfte, die nach dem neuen Waffengesetz zugelassen wären oder genehmigt wären. Leute, dieses Stapelchen ist klein und das wird bei euch ja nicht anders sein. Also mein Aufruf, seid einfach aktiv, schreibt ein paar E-Mails. Wenn es was bringt, werdet ihr euch freuen, werden wir uns alle freuen. Wenn es nichts bringt, was ich persönlich nicht glaube, weil Masse bewegt einfach. Ich glaube schon, dass wir da noch ganz viel abfiltern können und ganz viel noch abmildern können. Und noch ein kleiner Tipp am Rande. Vielleicht schreibt ihr auch nicht nur an die aktuelle Regierung, sondern schreibt doch auch gerne an die Opposition. Weil ich glaube, und das ist jetzt mein politischer Gedanke dahinter, wer nach der Europawahl immer noch der Meinung ist, dass das, was gerade regiert, also die Politik, die gerade regiert, oder die politischen Gruppierungen, die gerade regieren, noch die Mehrheit hinter sich vereinen, der kann einfach nicht zählen. Und wenn man sieht, wie diese Politik aktuell auch von den Bürgern durch die Stimmabgabe abgestraft wurde, dann tut mir leid, ist es einfach Realitätsverlust, wenn man sagt, och, die Wahl lief ja eigentlich ganz gut. Ich meine, man hat es ja allein schon daran gesehen, wie viele Leute gewählt haben. Also wie viele Leute auf einmal gedacht haben, okay, so geht das nicht weiter. Auch ich, der vielleicht die letzten 30 Jahre nie gewählt hat, auch ich flitze jetzt mal zur Urne. Ich meine, die Wahlbeteiligung war das letzte Mal bei der Europawahl, ich glaube, in den 70er Jahren so stark wie jetzt. Ich meine, habt ihr noch Fragen? Deswegen schreibt gerne ein paar nette, ihr möchtet etwas, nette E-Mails, schildert, warum ihr es doof findet, warum ihr und wer ihr seid, das ist auch ganz wichtig. Doof ist immer, wenn man dann schreibt, ein wütender Bürger, sondern wenn euer Anliegen rechtens ist und wenn euer Anliegen okay ist, dann könnt ihr doch auch mit eurem Namen dafür einstehen. Es gibt auch mittlerweile, wenn ich welche finde, ich verlinke auch diese natürlich unten in dem Video, es gibt ja auch Petitionen, die ihr unterschreiben könnt. Macht das. Wir sind in einer Demokratie, auch deine Stimme kann Dinge bewegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe sehr,
Mit einer Klinge, die immer noch etwa die Größe hat und nicht nur halbiert ist. Ciao.